Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt bei euch den München-Cut. Ja, das Spezielle beim München-Cut ist... Ein herzliches Willkommen wieder bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute habe ich was für unsere Genussfreunde. Wir sind hier mitten direkt am Rande vom Viktualienmarkt im Herzen von München und besuchen ein Steakhouse, das Steakhouse El Gaucho. Die einen oder anderen kennen das vielleicht schon und die anderen werden es heute kennenlernen. Für mich ist es eine ganz besondere Freude, denn ich muss zugeben, Steaks sind schon mein Favorite. Und ich bin natürlich hier in München immer auf der Suche nach dem perfekten Steak. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier nicht nur gute Steaks, sondern auch einen besonderen München-Cut gibt. Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist und ich werde es für euch rausfinden und deswegen schauen wir gleich mal rein. Neben mir habe ich jetzt den Michael von der Eigentümerfamilie. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Und wir sind ja hier wirklich im Schmankerl-Eck sozusagen am Viktualienmarkt. Wieso habt ihr euch genau für diesen Standort hier entschieden? Unsere El Gaucho Restaurants haben wir immer in einer Top-Lage positioniert. Und Graz, Wien, Baden bei Wien funktioniert hervorragend. Und wie wir da nach München gekommen sind, haben wir sofort gewusst, bei der internationalen Spezialitäten am Viktualienmarkt, da passen wir genau dazu. Wenn wir schon bei den Spezialitäten sind, was für Spezialitäten darf ich bei euch überhaupt nicht verpassen? Ja, hervorragend ist unser Ribeye Steak aus Argentinien. Wir haben eine internationale Steakküche kombiniert mit saisonalen, regionalen Beilagen und einer sehr kreativen Vor- bzw. Dessertkarte. Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt bei euch den München-Cut. Ja, das Spezielle beim München-Cut ist ein 500 Gramm Rumpsteak, wie eine Krone aufgeschnitten. Wir grillen den Fettrand sehr, sehr knusprig, sehr crunchy und das lieben unsere Stammgäste. Woher bezieht jetzt euer Fleisch? Das kommt direkt aus Argentinien, ist immer unter Aufsicht von unserem argentinischen Freund, der kontrolliert auch den Import. Und ich sage immer, dieser Transport übers Meer mit dem Schiff ist gleichzeitig eine Reifezeit und daher ist er sehr, sehr mürbe und saftig im Geschmack. Ich habe mir gerade vorhin umgeschaut und ich habe da einen ganz speziellen Weinschrank entdeckt. Ob er uns den mal zeigt? Selbstverständlich. Wir haben bis zu 2000 Weine da, international sowie regionale. Neue Welt sind wir auch sehr stark. Da ich aus der Steiermark stamme, haben wir natürlich auch sehr viele steirische Weißweine. Ja, wenn ich mir die große Anzahl an Weinen jetzt anschaue, stellt sich schon die Frage, was ist dein Lieblingswein? Da komme ich auch wieder zur Regionalität zurück. Die österreichische Familie Swarovski hat ein sehr schönes Weingut in Argentinien. Da hätten wir schon Gernot Langes 2008, eine Sensation von Cabernet. Liebe Freunde des guten Geschmacks, das ist der Hammer. Hier könnt ihr euch euer Fleisch direkt auf einer Serviceplatte aussuchen. Ja, bei so einer großen Auswahl, da stellt sich mir wirklich die Frage, was ist dein Lieblingssteak? Ja, mein Lieblingssteak ist das Ribeye à la Pimenta, 400 Gramm, schönes Fettauge in der Mitte, sehr, sehr saftig im Geschmack. Es zergeht auf der Zunge. Schon wieder aus dem El Gaucho. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen und ich konnte euch an meinen Genüssen teilhaben lassen. Es war wirklich phänomenal lecker und es sollte das nicht verpassen, hier am Viktualienmarkt vorbeizuschauen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Monaco Deluxe. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht in der Mitte auf Abonnieren zu klicken, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst und folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Ja, die Hocker haben sich durch einen Selbstversuch ergeben. Wir suchten, also meine Frau und ich suchten für unsere Wohnung individuelle Hocker und haben dann